Ja, moin moin, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und oh, ich war eben noch einkaufen, deswegen ist die noch zu hier. So. Auf jeden Fall haben wir heute ein bisschen was zu tun hier. Und zwar müssen wir einmal Geronimo umdrehen. Und wir müssen den Typen da auf jeden Fall auch anwerben. Das kann eventuell ein bisschen dauern. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall bei ihm hier müssen wir anwerben. Das dauert. Boah, geht. Also er geht auf jeden Fall gut runter hier. Er ist jetzt 76. Ich glaube, der war. Ich weiß gar nicht, ob der am Anfang auf 100 war. Bin ich mir gar nicht so sicher. Naja, egal. Auf jeden Fall, das werden wir heute machen. Und dann werden wir hoffentlich den Guten auch noch benennen, aber das weiß ich noch nicht. Ne, das werden wir sehen, ob er heute angeworben wird oder nicht. Aber ich bin mal gespannt, was heute so noch passiert. Auf jeden Fall hier seht ihr schon, der Dreck hat sich schon so ein bisschen vermindert, weil der hier vorne eher landet. Ne? Also hier ist noch sehr viel, weil da einfach noch Dreck ist und ich Vollidiot den da nicht gebaut habe. Das werden wir natürlich jetzt auch tun. Ganz schnell, weil nämlich dadurch entsteht da auch Dreck. Also das hier ist das Problem gewesen. Deswegen ist hier so viel, seht ihr das, wie viel Dreck hier ist? Das war nur die Schuld davon. Der ganze Tierschmutz da, ich glaube, dass der nicht nur von den Tieren an sich kommt, sondern davon, dass die jetzt auch rein, oh, Froschkönig liegt in den Wehen. Ui. Ah, da kommt das Kind und eine verrückte Hirschkuh. Ja, die verrückte Hirschkuh, die ist mir egal. Nee, du musst retten. Du musst retten. Hier, rostfrei. Das zweite Kind, es kommt. Mal sehen, wer das wird. Dann haben wir schon einen Namen gleich. Dann können wir gleich noch einen Namen verteilen. Ah, da muss ich erstmal gucken, wer noch benannt werden wollte. Weil da haben so ein paar Leute, die gesagt, oh, ich möchte benannt werden. Und ich weiß nicht, ob ich hier schon eingetragen habe. Muss ich gleich mal gucken. Das sind wirklich krass viele Leute, die da benannt werden wollen. Übrigens könnt ihr gerne folgen, falls ihr auf RimWorld steht. Da mache ich nämlich jeden Tag, momentan zumindest, eine Folge von. Also wenn ihr da Interesse dran habt. Da. Ja, warum wird das draußen gemacht? Ich möchte, dass das drinnen passiert. Am besten hier bei rostfrei. Mal Childbirth vielleicht hier machen. Ne, können wir da machen. Ist vielleicht besser als da. Sauberkeit des Raumes. Ja, warum wird da nichts gemacht? Ach, weil der Kleine da zeichnet. Okay. Das ist natürlich kacke. Froschkönig, du musst doch ein bisschen durchhalten. Es wird gerade alles vorbereitet. So, es wurde alles vorbereitet. Sauberkeit des Raumes ist scheiße. Warum auch immer das scheiße ist, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil wir hier die sterilen Materialien nicht haben. Habe ich die schon erforscht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Froschkönig hat nicht mal ein Bett. Es besteht eine 2,5%ige Chance, dass die Mutter bei der Geburt stirbt. Bitte was? Ich will mal eben was sehen. Ich will sehen, ob diese Todeschance unterschiedlich ist. Weil hier zum Beispiel ist ja dreckiger, ne? Ja, hier ist Minus. Aber auch 2,5%. Hier haben wir 51%. Also da können wir die Chance, also rostfrei. Seht ihr das hier? Also Aeris ist sogar noch besser. Seht ihr das? Die Medizinfähigkeit von rostfrei ist besser.
Aber das Alter, Froschkönigs Alter, nee. Geliebte Anwesen, Silas. Warum bekomme ich hier... Nee, das ist... Irgendwas habe ich da gerade gelesen und ich habe das nicht verstanden. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas falsch gesehen. Aber die Qualität ist halt deutlich besser bei rostfrei. Ich wollte schon sagen, ich habe da irgendwas falsch gelesen gerade. Gut, dann machen wir auf jeden Fall rostfrei. Würde mich auch wundern, wenn es anders gewesen wäre. So, rostfrei hilft bei der Geburt. Wir haben keine andere Möglichkeit und es muss halt jetzt laufen, ja. Rostfrei bringt sie nach oben. Childbirth hat angefangen. Silas ist natürlich auch da. Ach, wie schön. Und bitte überlebe es. Wisst ihr, in Disney und KKG wird das immer so dargestellt, als ob die Tiere es immer ganz toll finden, wenn Kinder geboren werden und so weiter. Ja, also ich glaube, das war bei Bambi oder ich weiß es gerade nicht mehr. Oder der Storch wird ja auch als total Baby, wird ja auch so symbolisiert von wegen, der Storch bringt die Kinder, bla bla. Und dann kommen die Hirsche, kaum fängt die Geburt an, und wollen uns töten. Also ich glaube, der RimWorld-Entwickler hat da eine bisschen andere Auffassung. Ey Leute, das sind 5. 8. Alter. Das werden wir nicht... Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen werden. Wir müssen jetzt mal eben ganz ruhig hier alles durchgehen. Alle müssen auf Shivonji. Alle. Wir haben hier die Kackbratze. Wo haben wir die Haustiere? Da. Alle müssen jetzt auf Shivonji hören. Es geht nicht anders. Gut, LP hat's geschafft. Shivonji muss sich auch gleich mal um LP kümmern. Und da kommen sie. Aber ich habe eine Idee. Scheiße, die Idee ist mehr oder weniger fehlgeschlagen. Alter, wir müssen hier Blut vergießen, damit die anderen überleben können, damit die Geburt hier vollzogen werden kann. Wir haben es fast geschafft, aber Alter, ich meine, sowas habe ich noch nie gehabt. Gut, wir haben auch noch keine Geburten gehabt, aber genau in dem Moment, wo die Geburt anfängt, genau in dem Moment, genau da kommen die. Könnte das ein Zufall sein? Ich glaube nicht. Oh Gott. Mein Tag war heute nicht so toll. Aber jetzt ist er echt gut. Das heißt nicht toll. Er war halt anstrengend. Ja, und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts gehabt. Aber nee, das war worth it auf jeden Fall. So. Die Tiere retten uns gerade. Also ohne die Tiere wären wir sowas von verloren.
So. Jarvis muss auch gerettet werden. Gesundes Ritual. Hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Oh, gut. Sehr gut. Und damit hätten wir dann auch ein Baby. Hallo, Baby. Könnte das neugeborene Baby bitte an einen Babyort gelegt werden? Mental taub, Jogger, Frohnatur, wunderschön, ja. Wie könnte es auch anders sein als bei einem Kind von entferne Fruchtwasser? Sind auf jeden Fall detailgetreu. Also die denken wirklich an alles hier. Hast du hingelegt? Du hast hingelegt, ne? Good boy, good boy. Genau, du kommst mal eben mit hier. Okay, er behandelt sich sehr schön. So, wir könnten jetzt auch theoretisch hier... Können wir auch so machen einfach. Habt ihr das gehört? Wie schnell das ging? War Zufall. Schade. Ich dachte, die hätten das endlich gefixt. Ich meine, wenn du über einem Gegner stehst, ja, mal so rein vom Kopf her, so von der Überlegung her, dann schneidest du dem doch sofort die Kehle durch. Wenn du gerade in der Position bist, dass du, ne, dann schneidest du dem doch sofort die Kehle durch. Du lässt doch gar nicht zu, dass der sich erholt. Und hier, bam. 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 Ja, also das wurde in dem Mod wirklich besser gelöst, aber... Was soll denn der Scheiß? Ach, deswegen. Warum kann ich da nichts bauen? Seht ihr das? Ja, priorisiere Bauschutt. Ich kann den Bauschutt entfernen, aber ich kann nicht bauen. Jetzt. Das kann ich bauen. Shivonji, Rauchblattexzess. Okay, sehr, sehr gut. Könnte es eventuell... Genau, dankeschön. Ich habe keinen Bock, dass hier noch eine Wundinfektion kommt. So, rostfrei macht es auch ein bisschen sauber. Aber so an sich ist die Kolonie schon sehr viel sauberer. Das hier geht natürlich auch überhaupt nicht. Aber ich habe hier noch keinen Boden verlegt. Muss also vorerst mit Holz gemacht werden. Hätte ja Shivonji dazu beauftragt, aber... Naja, egal. Baby kriegt jetzt erstmal einen Namen. Und ich muss mal kurz gucken, ob noch irgendjemand gesagt hat, ich will benannt werden. Ich habe es vergessen oder so. I don't know. Aber ich sehe hier gerade niemanden, der noch benannt werden wollte. Ich glaube, ich habe alle eingetragen. Okay, dann können wir ja loslegen. Sehr schön. So. Wo haben wir den Fuchs hier? Zack. So. Dann gucken wir mal hier. Wer wird es werden heute? Knapp an Erasion vorbei. Der ist auch sehr aktiv in den Kommentaren. Den sehe ich da öfter mal. Deswegen Grüße gehen raus an der Stelle. So, da haben wir auch den Namen. Cataclysm. Erinnert mich an diese
sehr kontroverse WoW-Erweiterung. Also ich habe sie gehasst. Ich meine, es gab ein paar coole Gebiete, die waren echt cool. Das mit der Wüste fand ich total toll. Aber so an sich fand ich die Erweiterung jetzt nicht ganz so prickelnd. Na gut. Die Waffe von unserem werten Froschgönnisch. Wo ist die? Ich kann gerade die Waffe nicht finden. Hat er sich wieder irgendwo weggekifft und dann ist die irgendwo hingeflogen oder... Bin ich blind? Da. Ich bin blind. Da ist sie. So, wir müssen jetzt langsam mal voranschreiten. Ja, weil es wird langsam ein bisschen eng, was die Kurve angeht. Mit der Kurve meine ich natürlich die Schwierigkeit. Und zwar die Schwierigkeit wird immer höher und höher und höher und höher und höher. Und irgendwann wird sie dann unerträglich sein. Deswegen, Aresia könnte auch nochmal, machen wir auf 2. Könnte so ein bisschen, ne, da helfen. Krankheit, Wundinfektion bei LP. Oh, das ist gar nicht schön. Ja, aber hat eine gute Behandlung bekommen. Leider ist der Raum auch ziemlich dreckig. Was nicht so geil ist. Deswegen müssen wir hier mal gucken, dass wir das hier schnell bebaut bekommen. Aber ihr seht so, der Dreck ist, finde ich, schon ein bisschen weniger geworden. Der Tierschmutz ist allerdings immer noch sehr hoch. Seht ihr das? Also ich glaube, die machen einfach immer Dreck. Ich glaube, das ist einfach... Tiere machen einfach Dreck. In dem Fall. Finde ich sehr ärgerlich. Aber naja, wenigstens haben wir ein gesundes Kind. Alles ist soweit gut. Der Glaube geht hier auch runter. Wie sieht es eigentlich mit Bekehren aus? Nicht gut. Froschkönig geht soweit auch gut. Frohnatur und richtig gemütlich, hatte Sex und Kataklysm wurde gesund geboren. Und ist glücklich. Also die haben auch so eine Mutter-Kind-Verbindung, total cool. Ja, dass der Farbtext gestorben ist, ist natürlich ein bisschen kacke. Läuft aber in 12 Tagen ab. Außerdem hat sie jetzt ein neues Kind, also soll sie sich mal nicht so anstellen. Okay, das war ein bisschen gefühllos. Wir brauchen mal eine Putze hier. Werd mal erwachsen. Auch jemanden, der hier Sachen macht. Gut, ansonsten geht alles voran. Aber ihr seht schon, wir müssen hier wieder sehr viel machen. Eine schwere Wundinfektion ist aber auf unserer Seite. Die Immunität ist sehr gut. Ja, seht ihr hier. Ich denke, dass unsere nächste Rasse auf jeden Fall sehr stark wird. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Vor allem konnten wir ja ein paar Trades hier ausprobieren. Und ein paar Leute haben mich darauf hingewiesen, dass man in der Ideologie auch einstellen könnte, dass Kannibale akzeptabel ist. Und man so gesehen nicht die negativen Trades hat. Finde ich persönlich sehr interessant. Werden wir wahrscheinlich das nächste Mal machen. Wir werden wahrscheinlich eine Fluide machen. Eventuell, mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Aber fluide heißt, dass wir am Anfang so wenig Punkte haben. Wir haben nur so eine grundlegende Ideologie. Deswegen mal gucken, wie wir das genau machen dann. Ja, ansonsten heute keine Privatsektion. Weil es gibt nichts Neues zu berichten. Heute war ein anstrengender Tag und ich bin froh, wenn ich nachher futtern kann und mich hinlegen kann. Und der Tag einfach vorbei ist. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle verabschiede ich mich. Wir hatten ja wirklich ein richtig cooles Erlebnis hier. Das war echt nice. Also, das hat mir sehr gefallen.
Und ich glaube, die haben das auch wieder reingelegt hier, oder? Ja, hier, da. Was macht der denn da? Ach, der bildet ihn gerade aus. Seht ihr das? Das ist ja cool. Sehen wir das auch mal. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.